Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Steffen vom Team Wachstumsmarkt-Gesundheit.com. Heute geht es um das weit verbreitete Thema Unglücklich sein im Beruf. Fast schon ein gesellschaftlicher Trend heutzutage in Deutschland, dass die Leute nicht mehr so wirklich zufrieden sind in ihrem Beruf. Vielleicht hast du auch schon Erfahrungen gemacht damit, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wenn es so ist, bist du nicht alleine. Es gibt verschiedene Studien. 90% aller Deutschen machen nicht ihren Traumjob, das heißt, sie würden eigentlich lieber etwas anderes machen. 48% der deutschen Arbeitnehmer sind sogar komplett unzufrieden, was ich eine sehr hohe Zahl finde. Die Hälfte der Leute, die in Deutschland arbeitet, ist nicht glücklich. Viel hängt damit zusammen, dass die Leute von vornherein nicht den Beruf wählen, der ihnen eigentlich am meisten Spaß macht. Meistens wählen wir die Berufe nach zwei Kriterien aus. Das eine ist, wie viel kann ich damit verdienen? Und das andere ist, wie werde ich wahrgenommen in meinem Umfeld, wenn ich jetzt diesen Beruf ausführe, also Geld und Status. Das sind natürlich auch zwei wichtige Punkte, nur wenn man sich nur danach richtet, ist die Chance relativ hoch, dass man nicht das macht, was einen glücklich macht. Es gibt jetzt verschiedene Warnsignale dafür, dass du dir vielleicht mal Gedanken darüber machen solltest, ob es Zeit wäre, dich beruflich umzuorientieren oder was anderes zu machen. Eins wäre, wenn du immer ein schlechtes Gefühl hast, wenn du nur an Arbeit denkst. Das heißt, wenn du dir zu Hause auch mal Gedanken darüber machst, hast du sofort so eine negative Einstellung dazu. Ein anderer häufig verbreiteter Punkt ist, dass man direkt morgens beim Aufstehen schon so ein ungutes Gefühl hat, wenn man denkt, oh, jetzt muss ich wieder zur Arbeit fahren. Ist ähnlich wie früher, das kennst du bestimmt, früher bei den Klassenarbeiten. Da hatte man ja auch manchmal so ein mulmiges Gefühl im Magen, wenn man dachte, oh, jetzt schreibe ich eine Klassenarbeit. Wenn dir das so beim Job auch geht, dann würde ich dir empfehlen, mach dir aktiv Gedanken darüber, ob du nicht was verändern willst. Jetzt würde ich dich einmal bitten, dir kurz Zeit zu nehmen und einmal dir eine ganz zentrale Frage zu stellen. Und zwar, liebe ich meinen Job wirklich? Nimm dir ruhig 2-3 Minuten Zeit, dass du dir darüber mal Gedanken machst, weil das ist eigentlich die Kernfrage des ganzen Themas. Wie wir von der Statistik wissen, müssten es jetzt ziemlich viele Leute geben, die ihren Job nicht wirklich lieben. Und was du dann machen könntest, um dir ein paar erste Tipps zu geben, will ich dir jetzt noch einmal erklären. Das Wichtigste erstmal, du solltest dir überlegen, was macht dir wirklich Spaß, wo siehst du deine Stärken, wo möchtest du Energie reinstecken und natürlich damit im Zusammenhang, welche Möglichkeiten gibt es. Weil natürlich man auch Geld verdienen muss, ohne dessen funktioniert es nicht, aber man kann auch Geld verdienen in Sachen, die einen Spaß machen. Eine weitere ganz wichtige Sache ist, wann willst du den ersten Schritt machen? Wenn du dir jetzt mit dem Gedanken spielst, dich vielleicht mal zu informieren, was gibt es, was könnte ich noch machen, dann überleg dir doch auch mal, wann willst du damit starten. Wenn dich Möglichkeiten im Gesundheits-, im Sportbereich interessieren, was man beruflich noch machen könnte, schau doch unsere Website an. In den nächsten Wochen werden wir auch immer mal wieder Videos zu dem Thema hochladen, deswegen, wenn es dich interessiert, abonnier doch bitte unseren Kanal. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch und einen Kommentar freuen. Noch mehr Infos zu dem Thema Gesundheit, Sport, vielleicht auch berufliche Perspektiven findest du direkt in dem Link unter diesem Video. Danke fürs Zuschauen, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Macht's gut, bis bald, ciao.